Halli, hallo, Hallöchen, ihr Lieben, lieben Nerds. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Unboxing-Video von meiner Seite. Und zwar, wo soll ich da anfangen? Ich habe schon immer, quasi seit meinem 8. Lebensjahr, den Cobra Commander sehr gemocht. Und die Organisation Cobra, keine Ahnung, sind die Bösen, es sind Terroristen, die wollen die Welt beherrschen. Es ging schon in meiner Kindheit los und Und dann kam vor einigen Jahren der Film G.I. Joe Retaliation raus. Ich weiß, er hat so seine Flaws und ist auch an den Kinokassen nicht so gut angekommen und bei den Fans auch nicht und bla und blub. Aber eins muss ich sagen, das Design vom Cobra Commander in diesem Film hat mich nachhaltig beeindruckt und und seitdem trage ich mich mit dem Wunsch, den Cobra Commander als Cosplay zu machen. Und zwar genau den. Als Cosplay, und zwar den aus G.I. Joe Retaliation. So, und aus diesem Grund habe ich bereits mehrere Anläufe genommen. Einmal über einen Freund, der wollte mich vermitteln an jemanden, der mir den Helm in 3D druckt. Das ist ganz böse in die Hose gegangen. Ich habe sogar noch drauf gezahlt und habe den Helm nie gesehen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war stinksauer. Aber ich hoffe mal, das hat jetzt ein Ende, weil ich habe auf Etsy jemanden aufgetan, der das Ding, zumindest sieht so auf den Fotos aus, oh Gott, ich habe so Schiss, herstellt, als würde es für den Film gemacht sein. Also quasi ein absolutes Movie-Prop. Und den habe ich mir bestellt, als Weihnachtsgeschenk. Vom Weihnachtsgeld. Und er ist ganz gewaltig zu Buche geschlagen, aber das war es mir wert. Weil für andere, für die meisten ist Darth Vader ein Traumcosplay, Iron Man ein Traumcosplay, für mich auch, ja, oder ein Mandalorian. Für mich gehört da aber auch der Cobra Commander dazu und ich plane eine kleine Cobra Germany Gruppe ins Leben zu rufen. Was heißt ich plane? Ich hab's schon. Also wir suchen auf jeden Fall noch ein paar Mitstreiter. Wer möchte, kann sich gerne anschließen. Es sind keine Approvals notwendig. Ihr könnt einen eigenen Charakter kreieren, der noch nie von Cobras Seite im Fernsehen oder im Film gezeigt wurde. Das einzige Wichtige ist, ihr habt Spaß dabei und ihr nennt mich Commander. Nein. Wie gesagt, ihr habt Spaß dabei und ihr merkt, ich bin total kribbelig. Ich will das Ding jetzt auspacken. Wie gesagt, ihr habt Spaß dabei zum dritten Mal und euer Cosplay ist ein Cobra, ja, und kein G.I. Joe. Also bei uns, in meiner Gruppe, gibt's reine Cobras. Na? Gut. Also habe ich mich auf die Suche begeben und bin dann auf Etsy fündig geworden. Wie gesagt, der Hersteller macht echt tolles Zeug. Ja, also der hat auch den Helm von Miles Mayhem aus Mask. Also wenn ich irgendwann mal auf blöde Ideen komme, wird es ein Miles Mayhem aus Mask. aber dieses Mal ist es der Cobra Commander. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Ding bestellt in Winter Haven in Florida. Vielen Dank nach Winter Haven. Und war relativ, also die Produktion hat sehr lange gedauert, also 3 Monate musste ich echt hier Fingernägel kauen, schauen, wann kommt mein Helm, wann kommt mein Helm, wann kommt mein Helm. Aber als er dann letzte Woche mir die Mail rausgeschickt hat, ey Junge, ich habe das Ding verschickt, oh, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und siehe da, da ist er. So, und jetzt will ich mich eigentlich gar nicht mehr lange aufhalten. Also ich habe keinen Bock mehr.
noch zu warten. Also schreiten wir ans Tranchieren. Guter Mann hat immer ein Messer dabei, merkt euch das. So. Sodele. Ich fange jetzt einfach unumwunden damit an, den Karton zu tranchieren. Alter Kochwitz, da sind die Lieferpapiere. Das Witzige ist, ich muss keinen Zoll zahlen. Der ist Page 3 not valid, valid as proof of payment for US postage. Okay, ja gut, habe ich verstanden. Nein, ich muss keinen Zoll zahlen. Es ist abgefertigt, sehr gut. Ich muss es auch nicht beim Zoll abholen. Das ist immer eine witzige Sache, gerade bei Cosplayern. So, Leute, jetzt kommt der spannende Moment, in dem der Frosch ins Wasser rennt. So, Deckel auf. Oh, der macht spannend. Guck mal hier. Füllsel. So, einmal. Yay, weg mit. Hello, hello. Zweimal. Dreimal. Viermal. Der ist wirklich sehr gut eingepackt. Respekt dafür. Ich bin total aufgeregt. So, jetzt muss ich mal. Da ist er. Da ist er. Der Helm des Cobra Commander. Er riecht noch nach Farbe. So, ein grünes Blob-Teil. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt muss ich da ganz vorsichtig ran. Hoffe ich. Wahrscheinlich muss ich da ganz vorsichtig ran. Ich habe extra die Klinge geschärft, aber irgendwie bringt das bei dem komischen Gummi da nichts. Nein, es ist kein Gummi, aber es ist Plastik. So, Messer aus der Hand, bevor es... Das sieht scharf aus. Das sieht scharf aus. Da, ich rieche die Farbe. Liebt ihr das auch so? Frische Farbe? Oh, Cobra. Schaut mal. Cobra! Oi. Und er ist schon leicht. Ich habe den mir schwerer vorgestellt. So. Oh Mama. Das ist besser als Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ehrlich. Und die spannende Enthüllung, ihr seht den vor mir, ne? So, Alter. Hat ein bisschen Staub abgekriegt, aber das, was ich hier jetzt von hinten sehe, ist Originale. Ist der hübsch. Scheiße, seht euch den an. Der Helm des Cobra Commander. Ein Traum wert war, ehrlich, ein Kindheitstraum. Mit dem verspiegelten Visier. Da wird ein Fotograf wird ein Problem haben, weil er sich jederzeit drin spiegeln wird. Jetzt holen wir das Ding mal raus. Eieiei. Oh, der ist auch gepaddet. Sehr schön. Sehr schön. Aber was ist das? Wofür ist das? Okay. Hat Magnete. So. Schaut. So sieht er von innen aus. So geil. Das ist so geil. So, haha, einmal. Oh, ja, da muss ich mit meinem Kopf bei der Bewegung dann aufpassen. Und jetzt wird es spannend. Ne, ich glaube, ich muss zuerst die Maske aufsetzen und dann den Helm. So, schau du mal. Giftzähne. Oh Mann. Großartig. Einfach großartig. Artig. Naja gut, das muss man ein bisschen enger machen. Ah ne, doch nicht. So, jetzt wird's spannend. Achtung! Na, wie funktioniert das? Sitzt? Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es sitzt. Aber, gut, die Scheibe beschlägt beim Atmen.
Es sitzt. Das ist so geil. Und da jetzt, stellt euch vor, da jetzt noch ein Rollkragenpulli und eine Sturmhaube drunter, dann der Ledermantel noch dazu, zu dem ich im Übrigen auch eine Quelle habe. Ja, wie gesagt, ich bin ab sofort der Cobra Commander und habe einen riesen Spaß. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Hilfe! Ach Gott, sieht das toll aus. Leute, ich bin absolut begeistert. Das war es mir wert. Ja. Der Helm hat auch Belüftungsschlitze. Hier, ich mache auch noch ein paar Großaufnahmen. Der Helm hat Belüftungsschlitze. Ich kann ganz gut atmen da drin. Das wird es mir in Speyer oder so viel einfacher machen. So. Oh ja. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, jetzt kommen die Großaufnahmen. Ja, Heil Cobra.